Je näher unser Einzug ins Tiny House rückt, desto mehr setzen wir uns natürlich auch wieder mit der Stellplatzproblematik oder Herausforderung auseinander, die uns doch immer mal wieder mehr und weniger beschäftigt und die doch auch das ein oder andere Mal für starken inneren Druck sorgt. Und deshalb möchten wir im heutigen Video etwas genauer darauf eingehen, wie jetzt die aktuelle Situation mit unserem Tiny House ist. Wir sind Ilan und Anja, heute mal wieder von Beginn an zu zweit vor der Kamera. Wir bauen uns ja ein Tiny House auf Rädern, sind inmitten des Innenausbaus, sitzen gerade auf unserem Küchenpodest. Auch hier seht ihr anhand der Arbeitsplatte, geht es langsam aber sicher voran. Doch zu dem heutigen Thema, wie sind wir nochmal darauf gekommen? Es war eigentlich gestern, während wir in dem Haus gearbeitet haben, als eine Dame mit ihren zwei Kindern auf das Grundstück lief und darum bat, hey, könnt ihr uns nicht mal und den Kindern auch das Tiny House zeigen? Wir finden das total spannend. Und es häufen sich immer wieder die Fragen, warum macht ihr das überhaupt? Was ist eure Motivation? Wie viel kostet so ein Tiny House? Aber am wichtigsten, wo könnt ihr denn mit dem Haus stehen? Und das ist echt immer noch so ein bisschen eine Wunde bei uns, weil wir ja selbst noch keinen festen Platz haben, also noch nicht diesen Lichtblick. Und deshalb möchten wir in dem heutigen Video oder in dem Zuge auch einfach nochmal vorab für alle, die auch neu auf unserem Kanal sind, auf die Ausgangssituation unseres Tiny Houses eingehen, welche Rahmenbedingungen im Prinzip dieses Tiny House schafft oder welche auch Voraussetzungen für die spätere Suche darstellen. Wir haben hier ein Tiny House on Wheels, also auf Rädern, bis 3,5 Tonnen, also nicht als Wohnmobil, das kann man auch, sondern wir haben hier eine Fracht oder eine Ladung auf einem Anhänger, für den wir wiederum natürlich auch Kfz-Steuern zahlen, der auch zugelassen ist, TÜV bekommen hat und alle zwei Jahre dann erneut zum TÜV muss und versichert ist. Das heißt, die Fracht ist aber auch versichert auf diesem Anhänger. Wir haben hier eine Dauercampingversicherung gewählt von Vivema, die können wir euch gerne verlinken, genau, und auf jeden Fall empfehlen. Wir sind damit bis jetzt ganz gut gefahren. Hier ist ja auch noch nie was passiert. Ein Glück. Das heißt, auf diesem Privatgrundstück dürfen wir also stehen. Wenn wir das Haus allerdings bewohnen wollen, dann bedarf es einer Baugenehmigung. Wenn wir jetzt beispielsweise ein eigenes Grundstück finden, dann müssen wir einmal natürlich auch alles, was dazu gehört, auch einhalten, beispielsweise auch die Energieeinsparverordnung, also die NF, was für das ein oder andere Tiny House gar nicht so einfach ist, weil wir eben doch nicht die Masse haben. Ne? Für 3,5 Tonnen fehlt diesen Häusern einfach mal das Mauerwerk oder das einfach die Masse, um wirklich dicht und gut zu isolieren. Wenn man schwerer baut, kriegt man das oder könnte man das aber auch hinkriegen. Könnte man das hinkriegen. Ja. Wir sind auf jeden Fall, Fazit, ein Gebäude dann unter 50 Quadratmetern. Es sei denn, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, es sei denn, wir stehen in einem sogenannten Sondergebiet, wie beispielsweise einem Campingplatz, der dann wiederum zu einem Tiny House Village umfunktioniert wurde. Oder in Rücksprache mit den Campingplatzbetreibern oder mit der Gemeinde, das dann auch eben zulässt, dass man sich dort mit dem Tiny House hinstellen darf und kann. Für eine solche Wohnsituation haben wir dieses Haus eigentlich auch ausgelegt. Das heißt, wir haben hier Abwassertanks, Frischwassertanks oder einen Frischwassertank. Wir heizen hier mit Gas und mit Strom. Also wir haben die Wahl. Wir haben hier eine Campingtechnik gewählt und haben somit ganz normal die Campingflaschen, auch 11 Kilo Flaschen. Wir haben uns also gegen einen Kamin entschieden, auch aus diesem Grund, weil es etwas einfacher ist auf einem Campingplatz. Das einzige Manko, welches wir haben, ist, dass wir 4 Meter hoch sind. Nicht 3,50 Meter, wie es die meisten Campingplätze erlauben. Was den Campingplatzbetreibern aber auch wichtig ist, was uns aufgefallen ist, ist, dass wir tatsächlich mobil sind. Also wenn mal, sagen wir mal, wir stehen irgendwo am Wasser, wenn man mal eine Hochwassersituation hat und wir müssen das Haus dann schnell wegfahren, dann können wir das jederzeit. Und das war ihnen eigentlich wichtig. Wir haben nämlich so eine kleine Tour gemacht damals. Wir hatten eigentlich nur 2 Campingplätze besucht oder geschafft zu besuchen. Aber da sind wir ziemlich gut ins Gespräch gekommen und haben uns über eine Stunde unterhalten mit den Leuten. Und sie waren eigentlich nicht abgeneigt, jedenfalls hier im Raum NRW nicht. Nur das Thema Dauercampingplatz als Erstwohnsitz, das ist sehr, sehr schwierig. Ist aber bundeslandsabhängig. Also da muss man individuell einfach immer schauen, in welchem Bundesland gelten welche Regelungen. In NRW ist eben der Erstwohnsitz in einem Sondergebiet nicht zugelassen. Beispielsweise in Hessen aber schon. Da muss man einfach mal nachschauen. Wie suchen wir also, wenn wir suchen? Denn primär bauen wir unser Haus aus und wir merken alleine jetzt schon, aktuell suchen wir nämlich
noch vergebens nach einem passenden Spritzschutz für unsere Küche. Und da vergehen Tage. Und das nur als Beispiel, so eine Stellplatzsuche kostet enorm viel Zeit. Also es langt nicht einfach nur irgendwo ein Wiesenland oder ein Grundstück zu haben. Wenn das Ganze rechtlich korrekt sein soll, dann muss man da schon deutlich mehr Aufwand betreiben. Wie wir dann am ehesten vorgehen, wenn wir danach suchen, wie gesagt, jetzt im Moment noch nicht Vollzeit, dann versuchen wir A, sehr, sehr intensiv in den Austausch mit anderen zu gehen, mit Tiny House Bewohnern, in den Foren auch zu schauen. Es gibt auch eine Website, auf der wir ganz gerne mal reinschauen, das ist die tiny-houses.online, bei der man eben auch nach Bundesländern schauen kann, welche Möglichkeiten gibt es hier. Da sind Campingplätze aufgeführt, Pachtgrundstücke, die aber zum Beispiel, bei denen man noch eine Baugenehmigung braucht, also viele Optionen oder auch Plätze, die noch in Planung sind, da kann man echt gut reingucken. Mit Sicherheit ist auch das nicht vollständig, aber für uns schon total spannend. Also da haben wir echt schon den ein oder anderen Platz gefunden, den wir uns genauer anschauen wollen. Jetzt kommen wir aber noch mal ganz kurz zu den Herausforderungen oder in unserem Fall. Neben dem Emotionalen ist es einfach, wie auch gerade schon angedeutet, ein enormer zeitfressender Faktor. Und man wird ganz schnell merken, also entweder hat man Glück oder man muss halt lange, lange suchen. Wir merken, wir müssen total flexibel sein, was den Zeitpunkt angeht. Auch bei den Besichtigungen durch die aktuelle Lockdown-Situation, on-off, Lockdown ja, Lockdown nein, ist es eben auch super schwierig, Besichtigungstermine mit Campingplätzen und /Tiny-House-Villages zu vereinbaren. Das ist einfach total schwierig, weil die für Besucher im Moment fast alle gesperrt sind. Wir wissen aber auch, dass wir uns an den positiven Momenten immer wieder hochziehen müssen, um auch durchzuhalten, um positiv gestimmt zu bleiben. Denn es war von vornherein klar, dass die Stellplatzsuche eine der schwierigsten sein wird in diesem gesamten Projekt. Und ein großer Lichtblick sind eigentlich immer die Leute, die wir auch schon besucht haben, die Tiny House Touren, die wir gemacht haben mit den Tiny House Bewohnern. Man sieht immer wieder, ja, es ist schwer, aber wenn du offen bleibst, wenn du nicht zu viele Kriterien hast für deinen Stellplatz, dann wird sich auch früher oder später irgendwas ergeben, auch wenn es dauern kann. Und es gibt ja einen YouTube-Kollegen von uns, das ist der Michael von Vegan und Autark. Wir packen euch gerne seinen Videolink auch nochmal rein. Und er hatte wirklich erst der Beweis dafür, dass Durchhaltevermögen und Anträge stellen und dranbleiben, nicht aufgeben, dass sich das bezahlt macht, dass es aber auch enorm viel Nerven kostet. Und aber mehr Grundstücke als nur zwei in Aussicht zu haben, ja, das ist sicherlich auch sinnvoll. Also schaut gerne auf seinem Kanal mal vorbei, da kann man, da leidet man echt mit, was er alles durch hat. Aber er hat jetzt eine vorläufige Bestätigung bekommen. Und das ist einfach wieder so schön zu merken, hey, man darf einfach nicht aufgeben. Und ich glaube, je weiter draußen man auch in den Gemeinden guckt, je weniger zentral das Ganze ist, desto größer sind die Chancen. Und das, ja, da schöpfen wir wieder unsere positive Energie, um das ganze Thema auch voranzutreiben. Ne? Ja, wir haben das ganze Thema ja auch so begonnen. Also wir haben uns kein Haus gebaut, nachdem wir das Grundstück hatten, sondern wir haben uns erst das Haus gebaut und wir waren uns also von vornherein klar oder im Klaren, dass wir es vielleicht dann doch nicht so einfach haben werden, einen Platz zu finden, aber wir haben erstmal gar nicht drüber nachgedacht. Genauso wie wir uns jetzt lieber in unser Bauprojekt stürzen, als in die Tatsache, dass wir noch keinen Stellplatz gefunden haben. Wir sagen auch immer, solange unsere Türen nicht drin sind und wir nicht aufs Klo gehen können, können wir einfach nicht so viel Zeit investieren. Ja. Trotzdem wäre es durchaus sinnvoll. Wir haben ja auch zwei Eisen im Feuer. Ich hätte jetzt beinahe Feuer im Eisen gesagt. Also wir haben zwei Eisen im Feuer und die eine Möglichkeit ist, wie gesagt, aus Corona-Gründen verhindert. Und die andere Möglichkeit in Entwicklung. Ist in Entwicklung. Ich glaube, dass wir am Ende werden wir was finden. Also ich bin sehr, sehr guter Dinge. Ja, im Alltag fällt es halt einfach nur manchmal schwer und deshalb möchten wir das auch jetzt teilen, auch wenn parallel natürlich hier die Bauten sind und wir freuen uns dann auch euch bald hoffentlich den nächsten Baufortschritt zu zeigen. Und ja, wenn ihr die Situation kennt, ob Tiny House oder nicht, ich schätze, jeder kennt diese Momente, an denen man wieder das Positive sucht, an denen man vor einer Hürde steht und sie nicht zu nehmen weiß, schreibt uns sehr, sehr gerne in die Kommentare, schickt uns positive Energie und schreibt uns, wie ihr mit diesen Situationen umgeht, wie ihr die lösen konntet. Wir wünschen euch einen tollen Tag, einen tollen Sonntag in dem Fall, wenn ihr das Video heute oder jetzt guckt. Und freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Lasst uns einen Daumen da und abonniert unseren Kanal. Und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.